baby, what do you say we go down by the river, down by the river, under that moon? Spend all night down by the river, you loving on me, me loving on you. Ein Rock forward ist ein Wiegeschritt, der entweder mit rechts oder mit links getanzt werden kann. Ich beginne mit rechts, einen Schritt nach vor, ich entlaste den linken und gebe das Gewicht wieder auf den linken zurück, dann ist der rechte entlastet. Noch einmal, mit rechts einen Schritt nach vor, links wird entlastet, das Gewicht ist am rechten und man gibt das Gewicht wieder auf links zurück und entlastet den rechten Fuß. Beispiel auf links, nach vor mit links, rechts wird entlastet, wieder belastet. Das nächste ist Rocking Chair. Das schließt an den Rock Forward zum Beispiel. Wir beginnen mit rechts nach vor, einen Schritt nach vor, links entlasten, links wieder belasten, aber jetzt nicht den rechten neben links abschließen, sondern diese ganze Bewegung nach hinten noch einmal ausführen. Eine Wiege rechts zurück, links wird entlastet, Gewicht wieder auf links und jetzt kann man je nach Tanzbeschreibung weiter tanzen, entweder schließen etc. Noch einmal den Rocking Chair, nach vorne, entlasten links, belasten und nach hinten, entlasten links, belasten und wir schließen. Zeig her, wie wenn der Rocking Chair doppelt getanzt wird, nach vorne und nach hinten und nochmal nach vorne und nochmal nach hinten. Rocking Chair mit links, den Schritt mit links vor und rechts wird entlastet und belastet und mit links zurück und rechts wird entlastet und belastet. Und am Schluss geschlossen. Baby, what do you say?